Also im Augenblick ein leider Gottes für den Plettenberger oder für den Monegassen, weil da lebt er ja mittlerweile wie viele andere auch. Ein schwaches Ergebnis, da gibt es eine Rauchwolke. Reuter ist draußen. Manuel Reuter muss zum ersten Mal in der laufenden Saison mit einem Technikproblem die Segel streichen. Und jetzt ist alles, was wir vorhin zum Ausfall von Bernd Schneider gesagt haben, und Veränderung, Situation in der Meisterschaftstabelle, völlige Makulatur. Ganz im Gegenteil, es kommt noch viel schlimmer, denn hier können Meisterschaftshoffnungen abbrennen. Das ist richtig, weil wenn das Auto jetzt nicht schnell gelöscht wird, ist es fast unmöglich, das Auto zu reparieren für den zweiten Lauf. Deswegen arbeitet der Manuel so fieberhaft dran, aber die Chance schmolz natürlich schnell dahin. Wir haben darüber gesprochen gestern und leider Gottes habe ich gesagt, irgendwann kommt es ja dazu. Der Manuel ist ja jeden Lauf ins Ziel gefahren dieses Jahr und es gibt Statistiken, die sagen, irgendwann hast du das technische Pech einfach. Und das ist natürlich, dass es in den Maßen gleich zutrifft, dass sogar der zweite Lauf gefährdet sein wird, da werden die Mechaniker jetzt sehr gefordert. Da brennen Träume und die brennen übrigens nicht nur, sondern Sie sehen ja, weil hier gerade Ecoperl, also Ölbindemittel, gestreut wird, dass dort Flüssigkeit, also Hydrauliköl oder vielleicht auch Motoröl, ausgetreten ist, weil das Feuerchen kommt aus dem Motorraumbereich dort unten. Da passiert natürlich jetzt noch was anderes, weil dieses Löschmittel auf das Auto, in das Auto und überall reingeblasen wurde. Kike, ich glaube, das ist jetzt das größte Problem. Motorwechsel wäre gar nicht die Nummer. Ja gut, er kriegt das Auto ja erst zurück sehr spät, also es ist fast unmöglich, das Auto für den zweiten Lauf vorzubereiten. Und das ist natürlich ein ganz, ganz bitterer Schlag für Manuel, seine Meisterschaftshoffnung. Andererseits sehen wir, dass Franchitti auch nicht gerade weit vorne ist, was Punkte betrifft heute. Aber trotzdem, ich meine, Manuel werden zwei Läufe fehlen und nachher werden wir zusammenzählen. Absolut dramatisch. Absolut dramatisch. Da sehen Sie es, das Feuer kommt eindeutig aus dem Bereich des Motorraums. Und Sie sehen dann plötzlich dieses Übersteuern, also dass das Auto über die Hinterachse wegrutscht. Und das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass er auf seinem eigenen Öl ausgerutscht ist. Die Engländer sagen immer, das ist der Murphy's Law. Und er holt jeden einen Rennsport irgendwann. So bitter wie es ist. Jetzt kommt übrigens noch eins hinzu. Keke, du hast gerade gesagt, der kriegt sein Auto erst irgendwann am ersten Lauf wieder, also wenn es reingeschleppt werden darf. Sie dürfen jetzt auch nicht denken, dass da jetzt mal eben drei Mechaniker hintraben dürften und sagen, wir fangen schon mal an. Weil da könnte Ihnen das Zackspeed-Team eine lange Geschichte zu erzählen, was das kostet, wenn Mechaniker außerhalb der Boxenstraße an der Rennstrecke an das Auto gehen. Das kostet nämlich $5.000, haben die in Estoril abgedrückt. Wurz gegen Team. Wurz gegen Team. Eingangsspitzkehre, das ist diese Ecke, die im ersten Gang gefahren wird und die eindeutig die Allradler bevorteilt. Alzen ist etwas zurückgefallen von Nannini, er war ja rundenlang dicht dran und man hat fast erwartet, dass er ihn überholen wird, aber dem war nicht so. Manuel sein Auto immer noch nicht gelöscht, also... Ja, also dramatisch. Dramatisch beim Meisterschaftsführenden, genauso eine Dramatik beim Meisterschaftszweiten, bei Bernd Schneider. Nur vielleicht hat der noch ein bisschen Fortune und kein Problem für den zweiten Lauf. Aber das sagt Ihnen Maren Braun. Mit den Dingen, mit den Bildern, die wir gerade gesehen haben, haben wir auch gesehen, dass die Situation jetzt wieder ausgeglichen ist. Die Punkte, die bei Ihnen, Bernd, im Kies gestrandet sind, die sind bei Manuel Reuter eben in Flammen aufgegangen. Ja, bei Manuel war es einfach Pech und bei mir war es ein Alpha und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, wenn Alfa Romeo so die Meisterschaft entscheiden will. Am Nürburgring passiert das mit Manuel Reuter, heute passiert das mit Modena bei mir und ich unterstelle ihm ganz einfach, es war Absicht. Denn das muss nicht sein, mein Auto war nicht sehr gut, ich habe vorne die Pylone unterm Auto gehabt. Ich habe die alle vorbeigelassen, weil ich ganz einfach noch 2-3 Runden gebraucht hätte, bis die Pylone wieder weg war, um wieder mitfahren zu können. Und dann fährt er mir absichtlich ins Auto und ich finde, es ist eine Schweinerei, wenn man so eine Meisterschaft entscheiden will. Dennoch denke ich, ist Ihnen ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, dass Manuel Reuter auch einen Nuller im ersten Rennen hat. Damit bleiben die Chancen zumindest gleich vor dem zweiten Lauf. Nein, man sollte sich nie über das Pech der anderen freuen, dann trifft er einen meistens doppelt zurück. Es tut mir sogar leid für ihn, denn er ist ein gutes Rennen gefahren bis dahin, hat keine Fehler gemacht und dafür hat er nichts gekonnt. Und das ist einfach sportlich. Ich meine, wenn man fair ist, dann regelt sich das von alleine und man sollte nicht so unfair mitgreifen. Das ist eigentlich das Schlimme. Nette Worte, weiter mit Burkhardt. Danke.